Yo, yo, willkommen beim Tourvlog Nummer 3. Danke für eure Unterstützung. Es ist so krass, was ihr alles macht. Und willkommen beim Tourvlog Nummer 3, Damon. Hallo, Damon. Sag hallo. Damon muss hallo sagen. Er ist noch müde. Gute Nacht, ich geh auch schlafen. Ich geb mein Herz für dich. Du musst nie wieder allein sein. Ich geb mein Herz für dich. Weil das locker für uns zwei reicht, ich bin bei dir. Ich bin mal hier zu. Halt mal. Bitte laufen. Oh mein Gott. Echt, jetzt holst du mich sicher? Du hast eine Zigarette im Mund. Ist doch nicht hoch, jetzt. Du verbrennst mich. Jetzt komm doch. Okay, warte, ich nehme eine Hand von dir und dann. Oh. Bravo. Déjà-vu, 1 Million Klicks nach einer Woche. Team Singer ist so crazy, Mann. Ach du Scheiße. Ich weiß, dass du es beschützt. Wär so gern dein ehrlichster Moment, der dir neue Hoffnung schenkt und für immer bleibt. Hey Leute, wir singen jetzt alle zusammen für einen Happy Birthday. Happy Birthday to you. Es geht noch lauter. Okay, André, ich brauch dein Handy. Los geht's. Hi. Hi, Phil. Hey, André. Yeah, yeah, MyCam. What's up, Leute? Wir sind wieder back. Und ich muss euch was erzählen. Komm mal her zu mir. Er vermisst seine Freundin sehr. Und ich wollte nur einmal sagen, liebe, liebe Grüße an die Freundin von Timmy. Also, ich hoffe, ich kann dich auch irgendwann mal kennenlernen. So wie er von dir erzählt, bist du wirklich ein sehr, sehr liebes Mädchen. Und er denkt jeden Tag an dich, von morgens bis abends. Die Show ist jetzt vorbei, Tourtag Nummer 4. Und es war crazy. Stell dich mal vor. Ich bin André, der Tourmanager. Ich sorge hier für den Ablauf, so dass du im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, auf der Bühne stehst. Und dass ihr beide von dir. Echt. Tolle Musik macht. So lieb von dir. Wär so gern dein ehrlichster Moment, der dir neue Hoffnung schenkt und für immer bleibt. Wär so gerne der, mit dem du tanzt, dass du wieder lachen kannst. So viel erleicht. Es ist meistens wie versteinert, manchmal schlägt es wie verrückt. Und wenn deins grad so zerbrechlich ist, nimm meins dafür mit. Ich geb mein Herz. Okay, Freunde, wir sind platt. Wir sind endlich am Hotel angekommen und unser Hotel hat ein Schwimmbad. Und das ist auf jeden Fall gut für uns, weil jetzt können wir endlich mal uns wirklich entspannen und ganz ruhig einfach da liegen. Keine Hektik, keine Turbulenzen, kein Stress, keine lauten Geräusche. Einfach nur liegen und entspannen und runterkommen. Darauf freue ich mich sehr. Was ein Life, was ein Life. Moses kommt das Wasser teilen. Und jetzt willst du mir erzählen, dass man niemals was erreicht. Manchmal hoch, manchmal tief.
Leute, wir haben jetzt einen Tag frei. Wir genießen es jetzt einfach. Ein bisschen Sauna, ein bisschen im Pool chillen. Komm mal mit. Genieße den Moment, denn wir sind einmal nur so jung. Was ein Life, was ein Life. Moses kommt das Wasser teilen. Wir haben da so einen kleinen Plan. Wir haben herausgefunden, dass Enya panische Angst vor Spinnen hat. Und wir haben da so die ein oder andere Spinne besorgt. Wir werden sie in ihrem Bett so platzieren, dass sie sie nicht sieht. Und mal gucken, ob es funktioniert. Oh mein Gott! Was passiert? Was passiert? Was passiert? Oh mein Gott! Was hast du? Was ist das da? Was? Was passiert? Was ist hier passiert? Ihr seid so gemein. Okay. Osama, hallo, was ist los? Mann, das ist so ekelig. Geh weg damit. Was hast du da? Diese Scheiße. Was hat er denn da? Morgen. Alles klar? Also ich hatte heute auf jeden Fall einen krassen Traum. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er ging, aber wir waren alle zusammen im Flugzeug. Dann sind wir irgendwo hingeflogen. Ich weiß nicht, es war, als wären wir irgendwo in Urlaub geflogen, alle zusammen. Dann mussten wir aber umsteigen in eine andere Maschine, in so eine ganz kleine. Mhm. Und dann sind wir irgendwie im Wasser gelandet und so. Das war richtig krass. Weiter weiß ich leider nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall eine richtig heftige Story. Ja, Mike, auf jeden Fall richtig heftige Story. Ich immer noch Gänsehaut. Ach Gott, immer. Immer dasselbe. Er macht alle Leute heiß und dann passiert gar nichts. Gar nichts. Macht er. Komm, hier, mach zu die Bude. Das ist nix. Bist du und was machst du hier auf der Tour eigentlich? Das weiß ich selber nicht. Das ist der Freddy, der macht mir ein Sandwich in Notlagen. Wenn ich nichts zum Essen habe. Wann hast du nichts zu essen? Gerade eben, als ich nichts zum Essen hatte, mit Freddy ins Sandwich. Ja, einfach nur, weil du zuvor warst. Da ist genug Essen da. Und dann kam Freddy und hat mir ein Brötchen gemacht. Das war ganz nett von ihm. Also, wenn es nur gut geht, geht es dem Team auch gut. Bring mir die Moves. Besser bring den LA-Style. Du musst liefern, denn du bist der Werfer im Schein. Die Leute am Wanken. Du bist am Crumpen. Hör auf den Beat, Melodie im Gedanken. Auf in den Fight. Guck mal, Phil ist hochgegangen rauchen, ne? Und der wird gleich wieder runterkommen. Oh. Ja! Oh mein Gott! Ich chill mit meinen Homies. Du chillst mit deinen Groupies. Ich chill mit meinen Homies. Du chillst mit deinen Groupies. We'll be right back.